Ich habe mal eine Zeit lang, oder was heißt eine Zeit lang, einen Abend, Dingsy, das Piratenspiel, das ihr heute gespielt habt, gespielt. Allein. Ich habe es nicht wirklich gecheckt. Fährt man da die ganze Zeit nur von Insel zu Insel, holt sich Schatztruhen und ich kann dann von hier. Alles wieder von vorn los? Sea of Thieves, genau. Ist wahrscheinlich eher kein Spiel zum Alleinspielen, oder? Kam mir zumindest allein ein bisschen. Ich hab ne Idee. Nicht so aufregend vor. Verschiedene Missionen und Storystränge. Ach so, schon. Soweit habe ich, glaube ich. Ich habe, glaube ich, das Tutorial gerade so gemacht, sonst nix. Ich weiß schon, was wir jetzt machen. Wir verstopfen jetzt die Rohre von dem da oben. Aha, und dann macht das Fenster auf, dass es so heiß wird. Und dann zündest du die an. Das weiterhilft. Mhm. Zünd die Haare an. Zünd die Haare an! Oh, nein, schade. Nur gut. Dann schmier das Brot rein. Geht auch nicht. Aber vielleicht muss man irgendwas mit der Nadel? Nee. Hä, aber die Haare sind vielleicht da schon drin. Schau ich mir nochmal an dann. Kannst du die Haare nochmal rausnehmen? Aber wahrscheinlich das hättest du die gar nicht reinlegen können. Werde ich das auch. Ich kann da von hier aus. Hm. Und weiter? Kannst du weitergehen? Nee, kann ich nicht. Ach so. Ach so, jetzt nimmst du das wieder. Hm. Ja, genau. Ich denke nur, dass ich hier doch noch irgendwas brauche. Aber was denn? Mit den Schuhen sollte ich keine 3 Meter in die Tiefe springen. Ich meine, ich kann mir ja hier den Weg wieder bauen. Mach das. Auch wenn es echt lang dauert, bis sie wieder zurückgeht. Vielleicht muss man doch noch irgendwas an dem Staubsauger da machen oder so. Achso, wäre egal. Ja, aber ich habe eh keine Xbox. Ich spiele es eher am PC. Ihr bestimmt auch, oder? Nein! Ja, Luke, mach mal Luke. Nicht das Seil anklicken, genau. Ah, okay. Jetzt geht's. Komisch. Komisch. Aber vielleicht kann ich ganz klassisch das. Naja, hab ich doch gewusst. Das Schloss ist für einen flachen Schlüssel. Da komme ich mit der Haarnadel nicht rein. Nö. Oh. Für einen flachen Schlüssel. Du könntest noch mal Fleisch mitnehmen. Vielleicht. Ich nehme mal eins der Fleischstücke. Vielleicht kann man das oben in den Ventilator stopfen. Wäre jetzt meine einzige Idee. Oder willst du den Hund befreien mit der Haarnadel? Nee. Ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Geht auch nicht anscheinend. Naja, hätte ja sein können. Aber vielleicht wirklich, vielleicht macht man mit dem Hahn und dem Fleisch und dann zündet man das an und dann wird es ekelhaft und dann machen die das Fenster auf. Aber sind angezündete Haare nicht schon eklig genug? Für was bräuchte man da unbedingt Fleisch? Ja, aber das ist vielleicht nur ganz bisschen Haar. Ha, es funktioniert auf jeden Fall. Theoretisch. Warte, jetzt nehme ich erstmal das dann mit. Ja, genau. So. Da ist ein engmaschiges Gitter in dem Rohr. Da passt das Fleisch nicht durch. Kannst du mit der Haarnadel das engmaschige Gitter aus dem Rohr fischen? Nee. Aber vielleicht, wenn ich das da ran mache. Ach Gott. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das was wird. Wie langsam sie läuft. Langsam ist die Spannung irgendwie dahin. Bling! Da ist ein engmaschiges Gitter. Okay.
soll nur für hochklettern. Schlauch? Schlauch? Wir haben gar keinen Schlauch. Müssen wir den Schlauch auch mitnehmen von dem Staubsauger? Aber da hast du doch sogar drauf geklickt. Ja, sie hat doch mehrmals schon gesagt, ja, das ist ein Schlauch. Die Heizung. Ha. Komisch, komisch. Wenn die Heizung immer Teil an ist, und davon gehe ich aus, müssten die Haare eigentlich verbrennen. Der Gestank dürfte dann wohl selbst ungewaschenen Wissenschaftlern auffallen. Ist der Plan. Das kenne ich auch vorhin, Crusader. Also schon ewig nicht mehr, aber von früher. Sehr gut. Ach so, wieder zurückklatschen. Na dann. Vorsicht, Vorsicht, Nina. Ein Schritt nach dem anderen. Und? Ja, sehr gut. Langsam. So. Oh Gott. Okay. Das ist die... Nein, jetzt nimmst du es wieder. Naja, weil das so dicht nebeneinander ist. Das ist doch die Hölle. Die Hölle. Oh Gott. Da. Ja, Luke, okay. Die Luke. Da, Schlauch nehmen. Oh, komm, wirklich nehmen. Okay. So, das war, glaube ich, alles, was wir gebraucht haben. Ich glaube auch. Und das ganze Spiel wieder zurück. Das ist ein tolles Spiel. Ich kann nicht mehr. Okay. Aus irgendeinem Grund Schlauch auf die Rohre. Bevor wir die Haare anzünden, das macht alles gar keinen Sinn. Ja, das ist irgendwie komisch. Ich glaube auch. Müssten die Haare eigentlich verbrennen. Ach so. Der Gestank dürfte dann wohl selbst ungewaschenen Wissenschaftlern auffallen. Ach so. Und schon geht das Fenster auf. Na, das geht ja schnell. Cool. Na gut. Dann haben wir eine schöne Konstruktion gebaut, finde ich. Manchmal regelt er nicht so richtig. So. Ab ins Loch. Nur eine richtige Katze. Ha! Gerade hat das Dragon prophezeit. Und schon ist er da, der Tunnel. Jetzt aber schnell, weil aufs Dach legen und warten, bis man durch den Tunnel ist und dann durchs Fenster gehen, das ist ja, also... Bisschen Nervenkitzel muss ja auch sein. Aber knapp. Also auf ein neues. Wenn irgendwer Informationen über die Wissenschaftler an Bord hat, dann doch wohl dieser Seedorkin. Als wissenschaftlicher Leiter muss er ja irgendwo die entsprechenden Informationen versteckt haben. So, ich weiß auch schon, glaube ich, wo ich schauen kann. Weil wir haben eine Haarnadel. Ah. Tada. Offen. Ja. Offen. Das ging schnell. Eine Statue. Ja, Büste. Und der Rest ist egal. Na gut, hier brauchen wir eigentlich nichts. Wir haben uns ja alles schon angeschaut. Gehen wir mal zurück. Den können... Aha, da sind zwei Statuen neben den... Neben den... Ah ja, auch wenn gut. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, er grinst mich an. Tausch die Statue, die wir jetzt haben. Das ist ein Resident Evil typisches Rätsel. Was? Nehme ich mal mit. Ach so. Aber mit einem kompletten Skelett werde ich bestimmt nicht in der Gegend rumlaufen. Wir haben ja der schon eins. Mal, der sieht aus, als wenn er lacht. Das stimmt. Der sieht lustig aus. Ein Sockel. Ein massiver Holzsockel. Ein massiver Und Holzsockel. Und seine Blumen sehen besonders schön noch besonders wertvoll aus. Die können wir doch bestimmt mitnehmen. Und dann austauschen ja, gegen den genau. Büstendingens.
Dann öffnet sich der Geheimgang. Bücher. Aber erstmal schauen, was da noch Bücher so ist. Bücher über Sir Francis Drake, Blackbeard, Henry Morgan, William Kidd, Jack Rackham. Alles nette Zeitgenossen, die unter der Totenkopfflagge die Meere von der Plage der Händler befreiten. Die Plage der Händler. Ist Sir Francis Drake nicht ein Vorfahre von Nathan Drake? Ich glaube wirklich, laut der offiziellen Genosse Lenin. Uncharted Lore. Eigentlich, der wäre mittlerweile aus der Mode gekommen. Und ich dachte, Genosse das ist ein Porträt des Wissenschaftlers, weil der sieht genauso aus. Mein erster Gedanke war Lenin und dann habe ich den Wissenschaftler gesehen und habe mir gedacht, ach so, es ist er selbst. Vielleicht ist Lenin der Wissenschaftler. Oh, die Statue lässt sich drehen. Aufnehmen kann ich sie aber nicht. Scheint irgendwie im Sockel verankert zu sein. Okay. Okay, wir haben potenziell 4 Statuen. Wo müssen die hinschauen quasi, eine oder? Statue. Ist die Frage. Plopp. Lässt jetzt einfach alle gegen die Wand schauen. Ich glaube, die müssen alle so schauen wie er. Ah, ja, das könnte sein. Plopp. So, und jetzt die letzte Statue da auch noch drauf. Genial. Genial. Die Statue ist im Sockel eingerastet. Ach was. Haha. Da, 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 da. Die Position der Statuen einen geheimen Mechanismus ausgelöst. Ich meine natürlich diddle 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 diddin. Okay, haben wir alles, glaube ich, oder? Ja, passt. Na dann, schauen wir mal, was hinter der Geheimtür versteckt ist. Schallisolierte Wände und dann dieser Stuhl. What? Werden hier drin Menschen gefoltert? Ich wollte gerade noch einen Scherz drüber machen. Hübsch. Hübsch. Wenigstens haben sie eine schöne Aussicht, während sie gefoltert werden. Ein Buch. Ein Buch über den berühmt-berüchtigten Piraten Beilschmidt, der zunächst den Patriziern und dann den Kolonisten nahe Port Royal das Leben schwer gemacht hat. Beilschmidt. Nehmen wir das mal mit. Und schauen wir da mal ein Buch über den berühmten. Okay. Na, wenn da mal kein Schlüssel drin ist oder so. Ach so, wirklich, kann man das nicht? Sieht weder besonders schön. Skelettisch. Stück Fleisch. Ja, mach das Fleisch auf das Skelett. Und dann brauchen wir nur noch Haut und dann lebt er wieder, der Kopf. Und kann mit uns Stuhl reden. Sind Hand- und Fußfesseln angebracht. Wurde hier irgendwer gefangen gehalten? Aha. Ich kann keinen Griff oder Schalter entdecken, mit dem man die Klappe öffnen könnte. Vielleicht schafft es der Skelettkopf. Nein, verdammt. Kannst du die Vase mal... Nee, anscheinend nicht. Ich würde gerne die Vase zerdeppern und das Buch öffnen, aber scheinbar geht es nicht, verdammt. Ich würde gerne das da reinstellen. Ich weiß nicht warum. Wo reinstellen? Die Glühbirne in den Kopf reinstellen. So Halloween-mäßig. Naja. Kann man hier kann man aber nicht weitergehen. Das ist nicht so ein Raum, der irgendwie noch größer wird. Und nicht. Ja, na gut, diese Klappe da. Offensichtlich muss man ja irgendwas anderes. Schauen wir noch mal beim Schreibtisch. Ja. Da war doch noch, genau. Vielleicht gibt's da noch irgendwie was. Kann man am Computer? Kann man nicht, oder? Zumindest konnte man vorhin da nichts machen. Die Tasse. Die Ameise. Schau mal. Ja? Steht da was an der Scheibe? Stimmt, da steht was an der Scheibe. Aber irgendwie ist das erstens kyrillisch und zweitens kann man es nicht mal anklicken oder so. Irgendeine Wissenschaft. Auf dem Zettel steht Dokumente bei. Auf den Ordnern steht. Die ist riesig. Ich weiß nicht. Weiß nicht, was man machen muss noch. Ich auch nicht. Komm auch nicht drauf. Oh, ist jetzt leer? Ja. Geht gar nichts mehr? Ja. War nichts mehr. Damn it. Das ist nämlich... Das war's dann für heute. Ja, genau. Das ist nämlich nervig, weil ich habe, glaube ich, kein Ladekabel für den Controller da. Ich muss schnell eins holen.
Ah, na gut, dann aber muss ich diese Zeit wohl schnell überbrücken. Cool. Oder? Tja, was machen wir denn da? Na gut. Bin gleich wieder da. Wo haben wir denn ein Switch-Ladekabel? Ist ja also im Wohnzimmer in der Schublade da, oder? Vielleicht, vielleicht. Ah, ich weiß wirklich nicht, was wir da machen können. Und ich... Ah, okay, ich kann zumindest das hier noch benutzen. Buch mit Büchern benutzen. Ach, sehr gut. Na gut. Buch mit Büchern benutzen. Machen wir das. Aber kann ich das... Ah, okay, ich kann es auch so benutzen. Ja, aber das mache ich jetzt nicht, bevor der Sebi nicht da ist. Weil nicht, dass ich gleich die Büchse der Pandora öffne und dann sieht er es nicht. Das wäre zu schade. Oder er verpasst den Dialog des Jahrtausends. Ach ja. Oh. Ich habe gerade herausgefunden, wie man mit einem Controller auch steuern kann. Ach so, geht das wirklich? Das geht anscheinend, ja. Nee, das geht anscheinend. Aber ist es mit zweien besser. Ach so, okay. So. Ah, okay, meine Switch hat es gleich erkannt. Ach so, weil du es da eingesteckt hast. Ha, na gut. Immer in den Joypad Kalibrierbildschirm. Ja, würde ich gern. Aber kann ich nicht. Ach so. Ach, uff. Gehen wir mal den einen, der leer ist. So. Einen kleinen Moment. Jetzt. Kannst du lenken? Okay. Aber... Ich kann nicht drücken. Nein, hat er nicht. Hä? Okay. Okay. Na gut. Weiter geht's. Ich hab geschaut, wie wir weiterkommen. Okay. Und es ist... Ich muss mal ganz kurz was erledigen. Ich bin sofort wieder da. Ach Gott, jetzt muss ich noch mehr Zeit überbrücken. Das ist ja super. Der Sepoloni muss ganz schnell was erledigen. Wahrscheinlich muss er auf Toilette. Weiß nicht, warum. Oh, oh, ich glaube, er hat die Katzen draußen vergessen. Die haben jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem Balkon gewartet und geschrien, wo wir sind. Wir sind so schlechte Katzeneltern. So schlechte Katzeneltern. Naja, passiert. Katzen waren noch draußen. Ja, ich hab's kommentiert. Ich hab schon gesagt, was wir für dumme Schweine sind, dass wir die Katzen so vernachlässigen. Wieso? Die sind gern draußen. Aber die Balkontür war halt noch offen und deswegen Mücken blöd. Nicht wegen den Katzen. Ach so, die war noch offen? Ja. Ach, na super. Ich möchte auch gern was trinken. Ich brauche Erfrischung. Dankeschön. Deswegen hat man zwei Paar Joy-Cons. Wir haben sogar zwei Paar Joy-Cons, weil wir zwei Switches haben. Aber ein Pro-Controller ist einfach, finde ich, sowieso die bessere Wahl. Vor allem hat der nicht das blöde Problem. Oh, keine Bewegungssteuerung, ja, standardmäßig. Keine Bewegungssteuerung. Ah, das ist ja schon perfekt. Und das Coole ist, man benutzt das Buch mit den Büchern. Die Lücke ist aber auch offensichtlich. Jetzt, wo man es weiß. Ich kann aber keine Veränderung feststellen. Ich kann keine Veränderung feststellen. So. Sie steht aber auch perfekt. Ja, ja, dass man Klappe ja nicht sehen kann. Ja. Der Mechanismus im Bücherregal hat die Klappe geöffnet. Aber da ist nichts drin. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Aber wir legen jetzt ein Fleisch rein. Oder? Nee, die Vase wahrscheinlich, oder? Die Vase? Denke ich mal. Vielleicht. Nein! Den Totenkopf. Ja. Den Totenkopf, okay.
Puh, das war knapp. Wow, das Bild ist gerade mit zwei Frames aufgegangen. Ich bin vom Geheimdienst und werde dann beinahe von einem Bild erschlagen. Das Leben ist manchmal echt seltsam. Das stimmt, das Leben ist manchmal wirklich echt seltsam. Ja, und jetzt schmieren wir das mit Marmelade ein, was auch immer das da ist. Damit es sich dann... Safe. Schauen wir mal. Was ist das für ein merkwürdiges Schloss? Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten. Abzuschalten, okay. Und es werden wahrscheinlich immer alle umliegenden... Ja, ja, ich verstehe. Naja. Oh, gar nicht schlecht. Nee, das war das nicht. Muss das systematisch aufbauen oder nicht? Okay. Sollst du nicht alle ausmachen? Ja. Das kann man ja, das ist ja nicht das Problem, wenn ich mal alle ankriege. Ja, okay. Glaube ich. Ich drücke einfach irgendwelche Knöpfe. Ist ja die gute Taktik, glaube ich. Oh, warte, das sieht gut aus. Ja? Nee. Wer hat denn bitte so einen dämlichen Safe? Ja, also wirklich. Jetzt sieht's aber gut aus. Ah, jetzt bist du aber unmöglich geworden gerade, verdammt. Ah, Mist. So knapp. So nah und doch so fern. Ich mach's wieder schlimmer. So wird das nix. Ohne Scheiß, ich drücke wirklich einfach irgendwelche Knöpfe. Ja. Das tust du. Du musst jetzt mal, jetzt versuch mal ein Kreuz zu erschaffen, absichtlich. Ich glaube, du musst übernehmen. Ich werde verrückt. Na gut, ich versuch's mal. Ich kann das auch nicht besser als du, aber ich resette das mal, weil ich hoffe... Hä? Ach so, war der Y. Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten. Ja, okay. Weil ich hoffe, dass die Entwickler eben, weil sie faul sind oder weil sie beim Spieletesten das nicht 100-mal lösen wollen, einen super leichten Lösungsweg eingebaut wahrscheinlich. Haben. Wahrscheinlich. Den müsste man jetzt nur wissen, wahrscheinlich. So, jetzt pass auf. Ich mache jetzt mal... Einfach auch nur Knöpfchen drücken, macht der Sebi jetzt. Ich versuche, dass hier dieses Kreuz stehen bleibt eigentlich. Das wäre mein Plan. Aber das... gar nicht so leicht. Knapp daneben. So, okay, Moment. Das ist gut. Ah, das ist nicht perfekt. Ah, Mist. So nah und doch so fern, die Antwort. Die beiden müssen weg. Ich hasse die.
Oh, Moment, was? Nein. Ah, Mist. Hätte ich das jetzt nicht gemacht. Gibt's einen Undo-Knopf? Leider nicht. Ah, Mist. Das kann sich nur noch um Stunden dauern. Ach, wahrscheinlich. Sprachqualität ist heute auch nicht mehr bei mir vorhanden. Sprachqualität? Eben, genau. Die Arbeit war heute zu hirnzersetzend. Ich habe keine Ausreden. Hm. Aber du sagst mir immer, wenn ich sage, du machst nie was. Ich habe aber auch den ganzen Tag gearbeitet. Das stimmt. Volker Schäder, Dankeschön! Was sagst du eigentlich zu dem Gerücht, Netflix entwickelt eine The Legend of Zelda-Serie? Ach, ich glaub da gar nichts mehr. Solche Gerüchte gibt es, glaube ich, seit es Serien gibt und seit es Zelda gibt. Immer wieder flammen die auf und dann sind sie doch wieder fake und dann kommen sie doch wieder zurück. Also gerade dieses Netflix-Gerücht habe ich jetzt schon 3-4 Mal wieder aufflammen gehört. Ich meine, irgendwann stimmt's vielleicht mal, vielleicht jetzt, aber naja, das da mal abwarten. Ich finde die Gerüchte interessanter, dass morgen vielleicht auf dem PlayStation-Event ein neues Final Fantasy vorgestellt wird. Irgendwas mit Final Fantasy zumindest. Das wäre doch cool. Okay. Ich hasse das so. Okay, ich resetze nochmal. Wenn ich das richtig über... Halt die Klappe. Wenn ich hier drauf drücke. Ja, das ist schon mal gut. Naja, weiß ich jetzt nicht genau, ob das so gut ist. So. Jetzt. Ich versuche gerade, das ein bisschen mit System zu machen, aber das hilft irgendwie auch nicht. Schade. Hätte ja sein können. Okay, das ist super hier. Das gefällt mir schon mal. Das gefällt mir gar nicht hier. Das ist ganz schlecht. Interessant, auf jeden Fall, was hier passiert. Wir werden das nie lösen. Oh Gott. Okay, warte mal. Nee, doch. Na, ja. Das sieht doch interessant aus, so, oder? Hier weg, da weg, das weg. Ah, nein. Es wäre so gut gewesen, ne? Irgendwie. Es sah so gut aus. Für einen kurzen Moment dachte ich, das sieht nicht schlecht aus. Und jetzt ist es wieder alles doof. Es sei denn... Nee. 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 Nee, funktioniert alles nicht. Gut. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich gut. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Es ist nicht. Das ist blöd, nämlich Gott. Hier. Ah, das ist die gleiche Ausgangssituation wie vorher. Schade, schade. Guckt euch das an. Das gibt's ja nicht. Was soll denn das? Irgendwie ist alles anmachen, glaube ich, leichter wie alles ausmachen. Kann das sein? Okay, alles an ist doch eigentlich gut, oder? Man sollte meinen, das ist ein guter Anfang. Jetzt mache ich mal die Ecken aus. Nee, irgendwie hilft mir das auch nicht. Es sei denn... Nee. Es sei denn... Nee.
Wirklich jetzt? Ich weiß überhaupt nicht. Was soll denn das? Ah, oh Gott. Warum kann das Rätsels Lösung nicht sein, dass man alles anmacht? Warum muss es alles ausmachen sein? Wer hat sich das ausgedacht? Welcher Sadist? Oh Gott. Interessantes Muster. Wenn ich jetzt hier... Ah, Mist, dann haben wir wieder genau... Oh Gott, ey. Es dreht sich alles im Kreis. Es dreht sich alles im Kreis. Okay. Dann... Wenn ich das richtig über... Ja, wie es theoretisch funktioniert, haben wir verstanden. Nina. Hä? Du musst auf die Lampe... Auf die Glühbirne. Genau. So. Rot, grün, gelb. Rot, grün, gelb. Okay. Ja. Nein, ich will das jetzt machen. Ich habe vergessen, wie es geht. Oh Mann, ey. Hä? Das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich das richtig... Vielleicht ist es... Das kann überhaupt nicht stimmen. Jetzt, wenn ich das richtig... Schon fast gelöst. Rot, gut, dann ist es schon fast gelöst. Okay. Rot, grün, gelb. Ich hasse das Spiel. Ja. Ah.